So, ihr Lieben, welcome back zum Alaskan Trucker bzw. zum Alaskan Road Trucker, unserem Karrieremodus. Und ich bin jetzt hier in dem Büro meines nächsten Auftraggebers. Wir schauen mal auf die Karte, denn ich möchte auch Richtung Hauptquartier so langsam mal kommen, denn dort gibt es dann auch die Möglichkeit, langsam ein paar Sachen auszubauen, und wir wollen uns das dann auch mal etwas genauer anschauen. Möglicherweise noch in dieser Folge, vielleicht dann aber sogar ansonsten in der nächsten. So, wir nehmen jetzt hier mal einen Auftrag an. Hier seht ihr das, den kann ich auch annehmen. Ja, der geht schon ziemlich weit, bringt aber ganz gut Kohle. Der aber eigentlich auch. Aber die sind beide relativ weit weg, sehe ich gerade. Regionalflughafen Valdez wäre das. Und das wäre eine Windradbaustelle. Beide bringen eigentlich das gleiche Geld. Also würde ich sagen, nehmen wir jetzt einfach mal diesen hier an. Und dann würde ich sagen, lasst uns loslegen. Ich bin hier eine richtige Arbeitsmaschine, 1.20 Uhr nachts, und Mike Minga nimmt hier den nächsten Auftrag an. Aber dann kommen wir zum Frühstück wahrscheinlich dort an. Ist ja auch mal was Nettes, und von daher macht das ja auch durchaus Spaß. So. Können wir mal gucken. Ich glaube, hier können wir mal eine Ehrenrunde rumfahren auf dem Gelände. Das ist schon mal gut. Muss ich jetzt hier gar nicht wild drehen, aber das ist nicht der Fall. Aber hier hinten kann ich natürlich etwas besser... Oh! Ah! Ah, nee, ich dachte jetzt auf den ersten Blick, dass ich an den Hänger so rankomme, indem ich so rumfahre. Wir müssen doch nochmal drehen vorne, aber das ist kein Problem, Leute. Das ist kein Problem. Gesperrt. Da geht es also quasi jetzt hier erstmal nicht weiter. So, wir holen uns unseren Anhänger, ganz klar. Ja, das kennt ihr ja alle. Wir müssen natürlich so hinfahren, dass das auch hier ankoppelbar ist. Ah, ist schon zu weit. Das geht noch. Das heißt, wir nutzen jetzt hier mal unsere Handbremse. Machen das Auto aus. Und kümmern uns jetzt darum, unsere Fracht jetzt hier vernünftig zu sichern und natürlich auch erstmal ranzubauen. So, dann machen wir natürlich wieder den Auflieger hoch. Den bis jetzt hochkurbeln. So. Und wir müssen natürlich auch die Verkabelung wieder ordnungsgemäß hier an den Hänger anbringen. Wetter sieht ja jetzt hier für unsere Fahrt ganz gut aus. Die Vögel zwitschern, die ersten, die hier schon langsam quasi in den Morgen hinein zwitschern, und wir fahren dann jetzt auch los. Nein, ich mache die Scheibenwischer immer gerne alternativ an für das Licht. Ah, auch mal wieder neue Fracht. Ihr seht es jetzt hier. Wir haben es jetzt draußen etwa 11 Grad. Hier müssen wir rum. Und es ist durchaus eine gute Tour, muss ich sagen. Aber die geben wir uns jetzt gemeinsam. Auf geht's. Ich denke, das sieht auf jeden Fall erstmal Richtung Südwest. Ist es? Okay. Müssen wir mal schauen.
Ansonsten muss ich dann mal separat zum Hauptquartier fahren. Weil da könnte man dann wahrscheinlich schon die ersten Investitionen in Richtung Werkstatt oder andere Gebäude tätigen. Aber ich will natürlich gucken, dass ich immer Notgroschen zur Hand habe. Für Tanken, für Reparaturen, da werde ich auch auf jeden Fall drauf aufpassen. Denn ich denke, das ist auch nicht ganz unwichtig. Und ich würde sagen, jetzt geben wir uns mal hier die Cockpit-Perspektive. Denn das ist die schönste im Spiel. Wahrscheinlich aber auch die schwierigste hier und da. Aber ich sag mal, wenn man an einen Engpass rankommt, an holprige Straßen oder ähnliches, dann kann man ja immer noch entsprechend umschalten. Na, ist ja auch klar. Ja, die Beschilderung finde ich auch sehr gelungen. Das Ambiente immer mal wieder. Eine kleine Farm, kleine Lagerhallen. Immer mal wieder Baustellen an der Straße, Straßenverkehr. Ich muss sagen, besonderes Lob muss ich auch mit... wartet. Ach so, alles klar. Hier steht unsere Highway-Polizei. Hier sind 55 erlaubt. Ich dachte erst 25. Deswegen habe ich kurz mal abgebremst. Aber ich denke, das kriegen wir alles ganz gut hin, Leute. Und von daher fahren wir jetzt mal diesen Auftrag. Gefällt mir. Wir sind jetzt, ja, der Sommer schreitet voran, wie ihr sehen könnt. Aber was heißt aber? Ein Aber gibt es eigentlich gar nicht. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf die Herausforderungen, die dann Herbst und wahrscheinlich im besonderen Maße in Alaska auch der Winter für uns bereithalten wird. Und ich denke, viele sind hier auf meiner Seite, die dann halt auch sagen, das Spiel weiß durchaus hier eine gewisse Langzeitmotivation zu bieten und darauf freue ich mich. Ich freue mich auch, wenn ihr mich begleitet im Karrieremodus, auch wenn viele von euch vermutlich sogar schon weiter sind. Das kann ich auch nachvollziehen, weil ich habe jetzt in 3 Wochen meinen großen Sommerurlaub. In der Familie sind mit den Kindern noch Sachen zu bewerkstelligen, da laufen die Abschieds- und Abschlussfeste aus Kindergarten und Schule an und da gibt es schon Sachen, wo man sich halt auch drum kümmern muss und das gibt mir natürlich auch im Zusammenhang mit dem oftmals in München vorhandenen Biergartenwetter nicht die Möglichkeit, hier nur an der Konsole zu sitzen und Aufnahmen zu tätigen, aber das ist, denke ich mal, auch für euch absolut nachvollziehbar. So, wir kommen hier an eine Kreuzung. Die ersten 50, 60 Meilen haben wir dann jetzt auch schon hinter uns. Das ist gut. Ich schaue mal hier auf meinen Tank. Der sieht ganz gut aus. Ja, hier kommen wir schon fast auf... Ja, es ist eigentlich ein Highway-Abschnitt, würde ich sagen. Und wie gesagt, die Berge Alaskas hier... wie sie auch das gestaltet haben. Das gefällt mir wirklich vom Feeling her sehr gut. Das muss ich schon sagen. Feine Sache, meiner Meinung nach. Und trägt auch viel zur Atmosphäre in dem Spiel bei. Und trifft es hier eigentlich ganz gut. Ja, die Rückspiegel, das ist qualitativ noch nicht das, was wir uns erhoffen. Ganz klar. War jetzt hier störrische 51 Meilen, mehr gibt das Ganze hier mit meinem vollbeladenen Hänger gar nicht her, 52. Aber schön, hier kommen wir natürlich jetzt auch zügig voran, jetzt haben wir es mittlerweile kurz vor 3 Uhr. Es wäre nett, wenn der Kollege auch mal nach rechts rüber fährt. Dann mache ich das halt. Ja, das war jetzt keine Sternstunde für die KI eben in dieser Situation. Aber ich muss insgesamt sagen, was ich bis jetzt von der KI gesehen habe, klar, wenn man aus einer Nebenstraße rauskommt, ne, und du stehst ein ganz kleines Stück auf der Kreuzung, da ist die KI natürlich dann so gestrickt, dass die Unfälle vermeiden will. Und dann bleibt natürlich das Fahrzeug, was eigentlich Vorfahrt hat, bleibt eigentlich stehen. Ich würde es jetzt mal als sehr höfliche Fahrer betiteln.
dürfte jetzt natürlich wie der jetzt hier nicht so sein, dass der auf einmal hier auch wieder Geschwindigkeit als PKW verliert. Das ist schon ein bisschen seltsam. Aber insgesamt, ich sehe keine, ich sag jetzt mal, dummen Unfälle oder ähnliches. Oder Fahrzeuge, die sich so dämlich verhalten. Jetzt das eine hier mal ein bisschen ausgegrenzt. Im Großen und Ganzen, glaube ich, geht die KI sehr, sehr gut in Ordnung. Und auch das ist ein positiver Aspekt. Das wollte ich an der Stelle nur mal gesagt haben. Na, jetzt fahren wir hier gleich eine Schleife. Jetzt würde ich tatsächlich mal einen Blick auf die Karte riskieren wollen. Aus welchem Grund sind wir jetzt hier eine Schleife gefahren? Bin ich falsch auf die Autobahn gefahren? Rein von der Kilometeranzahl. Kann ich das jetzt nicht deuten? Okay. Also ich kann jetzt nicht ausmachen, wo ich jetzt hier möglicherweise einen Fahrfehler gemacht habe. Sag ich euch so, wie es ist. Jetzt sagt er, ich soll jetzt hier einmal rumfahren. Okay, und dann auf der anderen Seite wieder rauf. Oder gab es bei der Autobahnzufahrt, die ich vorhin quasi ja aus dem Ort heraus getätigt habe, gab es nur die eine Richtung, aber es gibt ja hier auch wieder eine Richtung zurück. Ich bin ehrlicherweise irritiert ein bisschen. Aber ich sag mal, wenn ich irgendwo falsch rauf fahre, gut, es kann natürlich sein, dass mir das in dem Fall ganz kurz nicht aufgefallen ist. Da hätte er dann möglicherweise die Kilometeranzahl wieder raufgehen müssen. Wisst ihr, was ich meine? Weil ich fahre ja in dem Moment zur ursprünglichen Route, sofern mir ein Fehler unterlaufen ist, einen Fahrfehler quasi rein. Und dann müsste ja eigentlich die Route länger werden. Das ist mir jetzt so nicht aufgefallen. Ich wollte es nur gesagt haben. Nicht, dass ich das jetzt hier für ganz Findige unter euch komplett ausgehe, aber ich glaube, hier bin ich von unten gekommen. Also das kann schon sein, dass das tatsächlich kein Fahrfehler war. Egal. So, wir haben noch 303 Meilen vor uns. Wir haben es jetzt 3.30 Uhr früh. Die Ladung ist bei 100%. Ich habe noch über 7 Stunden Zeit für den Auftrag quasi. Und bin da absolut im grünen Bereich. Ja, die Lenkbewegungen sehen vielleicht immer ein bisschen... Oh, na, mach hier keinen Schaden. Die sehen vielleicht manchmal ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, hektisch aus, bisschen too much. Aber auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, ja gut, ich denke mal, selbst die amerikanischen Trucks neuerer Natur dürften ja auch eine gewisse Servolenkung an Bord haben. Ich denke, ihr wisst schon, was ich meine. Auch wenn die natürlich gerade mit diesen Motorhauben sehr urig aussehen, aber da gibt es ja auch neue Modelle und nicht, die fahren ja deswegen nicht alles hier Trucks aus den 50er, 60er oder 70ern. So. Ja, wir kommen gut voran. Müssen jetzt hier ein bisschen aufpassen. Oh. Mike Minga, der pfeift hier über die Kreuzung rüber mit 45 Meilen. Ah, okay, hier sind sogar 55 erlaubt. Das sah mir von hinten fast wie ein Polizeiwagen aus. Da kann ich natürlich jetzt hier nicht rüber pfeffern bei Rot. Ja, das ist natürlich auch so ein Ding, ne? Wo Polizeiwagen am Rand stehen und ihr einfach zu schnell weiterpfeffert, kriegt ihr automatisch ein Knöllchen. Und hier bei Rotampelüberfahrt könnten sie es meiner Meinung nach auch noch reinmachen. Denn ich sag mal, so mega viele Ampeln habt ihr ja hier am Ende doch nicht. So, ich wechsle jetzt mal hier auf die rechte Spur. Ich will euch mal zeigen, dass ich auch vorbildlich fahren kann mit Blinker. So, wir haben es jetzt gleich 4 Uhr. Und noch einiges vor uns.
Und das wollen wir natürlich jetzt entsprechend auch fahren. Hier rechts, schöner. Na, ich glaube, ein Fluss ist es, wenn ich auf das Navi schaue. Sehr schön, wie sich das hier in Alaska einbettet in die Landschaft. Sieht sehr stimmungsvoll aus. Das gefällt mir schon. Macht auf jeden Fall Spaß, was wir hier geboten bekommen. Und ich denke, das ist schon ein durchaus wesentlicher Part auch. Wirklich schön. Ah, hier geht jetzt unser Highway-Abschnitt von 2 in eine Spur wieder über. 55 Meilen bleibt die aktuell mögliche Höchstgeschwindigkeit. Ja, das erreicht ihr mit den Trucks sowieso nur knapp. Also, da muss man sich eigentlich weniger Sorgen machen, dass man die 55 Meilen hier knackt. Aber da, wo 25 ist, solltet ihr auch 25 fahren. Wie gesagt, wer eine meiner letzten Folgen gesehen hat, ich weiß gar nicht, ob es jetzt die letzte davor war oder zwei davor, da bin ich tatsächlich in einen dicken Polizeiblitzer reingefahren. $750 Strafe. Das tut dann schon weh, muss ich sagen. Aber das soll es ja auch, ne? Weil ich sag mal, wenn die da am Straßenrand stehen und ihr müsst $20 zahlen, da bremst keiner von euch für. Vor allem, wenn ihr einen größeren Auftrag habt, der euch dann vielleicht $4,000-$5,000 bringt. Aber naja, ihr wisst schon, was ich meine. Dass der Blitzer dann wehtut, ist schon richtig. Und $750 im Verhältnis tut dann schon weh. Okay, jetzt geht's einen Berg hoch. Ihr seht es jetzt hier, komme ich maximal auf 20 Meilen. Oh, 23. So, schön auf der rechten Spur bleiben. Und wir fahren hier weiter. Ja, mit dem Radio will ich mir auf jeden Fall auch nochmal, da soll es ja auch einen Streamer-Modus geben. Ich hoffe, dass ich euch dann ab den nächsten Folgen da auch ein bisschen mehr Musik präsentieren kann, ihr nicht nur mein Gequatsche hören müsst. Aber ich denke schon, insgesamt gefällt euch der Karrieremodus so, wie ich den auch anfasse. Und ich versuche auch, trotz des Kernthemas ein bisschen in meinen Folgen variabel zu bleiben, weil wenn ich nur von A nach B fahre, dann schaut ihr euch das vielleicht ein Dutzend Mal an und irgendwann geht das Interesse dann halt zurück. Und das ist eigentlich genau das, was ich nicht möchte. Ich möchte euch da schon auch inhaltlich immer mal wieder ein paar neue Sachen anbieten. Aber das seht ihr dann meistens auch an den entsprechenden Titeln der entsprechenden Folge. Ich glaube, da kann man das ganz gut auch sehen, dass ich da versuche zu variieren. So, wir haben über die Hälfte weg. Haben es jetzt 4.35 Uhr. Kommen gut in Alaska voran, wie ihr hier seht. Ah, Tank ist noch mehr als die Hälfte voll. Da sind wir absolut auf der sicheren Seite. Das passt soweit alles. Was haben wir da? Was steht denn da rechts am Straßenrand? Einfach mal ein Auto mit Panne? Nee. Ach, das sind Bäume. Okay. Sah ein bisschen wie ein Fahrzeug aus. In Ordnung. Hier müssen wir ein bisschen auch wild hier. Hier sagt er schon, eine etwas Vorsicht Kurve. Die wollen wir jetzt auch ein bisschen gediegen reinfahren. Speed Limit ist hier. Oh, 25, stand da links ein Polizeiwagen? Nee, dann hätte er, glaube ich, mir schon ein Knöllchen gegeben. Oder vielleicht blitzen die auch in Gänsefüßchen nur auf der Seite, wo die stehen. Das wäre mir auch interessant rauszukriegen, aber ich habe noch keinen Vergleichswert. Meinen ersten und einzigen Blitzer bisher habe ich auch auf der Seite bekommen, wo ich lang gefahren bin. Und der Polizeiwagen stand dann, wenn ihr so wollt, hier quasi rechts von mir.
Das wäre interessant. Ich hatte aus dem Augenwinkel eben einen Polizeiwagen vernommen und bin keine 25 Meilen gefahren. Aber vielleicht habe ich mich da auch verschaut. Das ist auch durchaus möglich. So. Hier rauschen wir also nicht allzu doll durch vom Tempo. Na, wie ich es ja schon gesagt habe. Können wir mal langsam auf die nächste Kreuzung zufahren. Auch mal gucken, ob wir verderbliches Essen dabei haben, weil das sollten wir dann auch langsam mal aufbrauchen. Können wir mal kurz gucken. Verdirbt in Studentenfutter, Bananen. Ja, die Bananen können wir ruhig mal essen. Wasser, Energy Drink. So, ne? Jetzt habt ihr das Koffeinzeichen auf. So, jetzt versuche ich mal hier. Ja, ja, ja. 4 Uhr. Ne, 5 Uhr 8 haben wir es mittlerweile. Hier sollte ich jetzt keine Probleme haben. Jetzt ziehe ich mal ein bisschen großzügiger rum. Dass das Schild eigentlich nicht umfahren. Sehr schön, sehr schön. Schön gemacht. Ja, was so die Absturzanfälligkeit angeht, das möchte ich vielleicht jetzt auch, wo ich hier noch ein bisschen zu fahren habe, mal aufgreifen durch eure Kommentare. Da scheint das Hauptquartier anfällig zu sein, nach wie vor, ja. Aber ansonsten scheint das Spiel insgesamt stabil zu laufen. Ja, also ich kann es persönlich bisher aus dem, was ich gespielt habe, nur bestätigen. Ich habe jetzt so aus dem Spiel heraus so Aufträge, ich sag mal, die ganzen Fahrzeugmechaniken ankoppeln, essen, tanken, kaufen, ja, alles, was so diese Themen angeht, bisher eigentlich keinerlei nennenswerte Probleme gehabt, die jetzt auf, ich sag jetzt mal zum Beispiel auch auf Bugs oder auf Spielefehler zurückzuführen sind. Insofern auch das durchaus hier positiv zu benennen. Aber klar, wenn ihr euch im Hauptquartier dann da umseht und euch andere Trucks anschaut und euch das Spiel dann abstürzt, das ist natürlich dann auch nicht so toll. Aber ich denke, das sind Bugs, die das Spiel und die Entwickler durchaus zeitnah fixen können, werden und natürlich logischerweise auch müssen. Ja, ich bin nachher voll gespannt, wie sich das Spiel nachher in den anderen Jahreszeiten spielt. Das sage ich euch so, wie es ist. Das wird, glaube ich, nochmal eine richtig coole Spielerfahrung und Hausnummer werden. So möchte ich es jetzt einfach mal nennen. Und das kann ich mir schon sehr, sehr interessant vorstellen. Definitiv. Meilen von ehemals auf jeden Fall über 400 sind wir also schon auf den letzten 20-25% unserer Tour. Das ist sehr schön. Wir haben es mittlerweile 5.45 Uhr und das ist doch ein toller Blick hier, oder? Das ist ein richtig schöner Blick. Richtig schön. Das genieße ich jetzt tatsächlich auch. Macht richtig Spaß. Klar wissen viele von euch auch,
On the Road, ein Spiel, was ich auf jeden Fall nach wie vor mag, was auch Anlaufzeit gebraucht hat, heute aber durchaus ein gutes, solides Spiel in dem Bereich ist. Und ich finde tatsächlich vom Fahrfeeling, aber natürlich auch ein bisschen vom Grafikstil, liegen beide natürlich nicht weit auseinander. Ja, also da sind sie schon vergleichbar. Das denke ich, kann man durchaus so schon auch sagen. Ja. Auch wie die Art und Weise, wie sich das hier lenkt und mit welchem Spielgefühl ich hier... Ah, ich krieg gerade eine Trophy. Die ersten 1000 Meilen bin ich jetzt also gefahren. Okay. Denke, die werden viele von euch mittlerweile auch schon haben. Aber wie gesagt, das ist gar nicht mein Anspruch, das Spiel hier in 3 Tagen durchzuspielen, weil das A, unrealistisch ist und B, will ich das auch gar nicht. Das ist auch mal ein Spiel, was man einfach auch auf dem Kanal mal wieder durchaus mehrere Wochen und wenn ihr es dann wollt und dem Let's Play auch die Treue haltet, durchaus mehrere Monate zeigen kann. Bis in den Herbst hinein könnte ich mir das definitiv vorstellen. Ja, LS 25 ist ja dann im November im Anflug, um mal ein Beispiel eines großen Spiels dann zu nennen, was ich auf jeden Fall auf dem Kanal zeigen werde und mich da auch schon tierisch drauf freue. Wird eine coole Geschichte, aber ich muss sagen, Alaskan Road Truckers ist definitiv eine richtig coole Geschichte. Hier mal wieder eine Brücke über einen kleinen Fluss. Hab wieder was entdeckt, krieg ein bisschen XP. Da stand übrigens Polizei auf der anderen Seite. Aber von 55 Meilen hier rechts ein kleiner Weiher. Boah, sieht fast aus wie ein künstlich angelegter See. Aber das ist ja egal. Wartet mal. Ah, okay. Ich kann wahrscheinlich dann auch da vorne rechts rumfahren. Jetzt habe ich die Einfahrt verpasst. Aber ich denke, das sollte hier auch möglich sein. Ja, auch die Routen, ne? Wie schnell er dann alternativ ausspuckt. Da gibt es auch bis jetzt keinerlei Fehler oder irgendwas, was ich hier gesehen hätte. Also, auch das macht das Spiel wirklich sehr, sehr gut. So, 9 Meilen. Das sitzen wir natürlich auf der linken Arschbacke ganz locker hier ab. Im Kontext des gesamten Auftrages und dürften dann gleich so gegen 6:30 am Zielort eintreffen. So. Auch wieder schön hier. Ah, da hätte ich wahrscheinlich reinfahren müssen. Aber nee, stimmt nicht. Nee. Nein, das ist nicht das Gelände. Das ist die Firma davor. Okay, habe ich alles richtig gemacht. Da hinten muss ich rein. Sehr schön. Diese ganzen Industrie- und überhaupt Firmenanlagen, die gefallen mir ultra gut. Sag ich euch so, wie es ist. Da habe ich 3 Möglichkeiten zum Parken. Nehme ich gleich die hier rechts. Könnte ich eigentlich ganz gut treffen. Langsam fahren. Will ja auch nicht die Schranke hier anfahren. Wartet mal. Nein, die Schranke möchte ich nicht treffen. Ah, der Auftraggeber steht da vorne links, hinter dem, oder in dem Gebäude da. Ah, wartet mal. Hier kann man schon 5 von 5 erreichen. Das will ich auch. Ah, hier hört man die Anlage, okay. Ganz gut aus.
Na, gibt er mir gleich 5 von 5? Jawohl. Sehr gut. Okay, klasse. Licht aus. Handbremse ran. Motor aus. Aussteigen. So, dann heißt es... Abkoppeln. Zack. Dann koppeln wir. Den zweiten. Ab. So. Dann würde ich sagen, kurbeln wir den runter. Das haben wir auch gleich erledigt. Zack. Okay. Passt. Und dann koppeln wir ihn natürlich noch ab. Und dann holen wir uns unser Geld. Jetzt haben wir es 7.02 Uhr. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Und wenn ich es hier gecheckt habe, könnte das sogar ein kleiner Flughafen... Ja, klar, das ist ein kleiner Flughafen. Das ist ja fetzig. Das war eben ein Startgeräusch eines Flugzeugs. Würde mich noch interessieren, ob man das noch sehen kann. Ich meine, die fliegen natürlich hier wahrscheinlich nicht im Minutentakt. Guten Morgen, Herr Manager. Keine Strafe wieder, sehr gut. 3.924 Dollar, sehr gut. Das freut mich. Und wir werden jetzt mal hier einen Blick riskieren. Wo ist denn eigentlich jetzt unser Hauptquartier? Oh, 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 das ist ja am anderen Ende der Map. Das ist nämlich hier. Oha. Sag ich doch, da sind wir echt ans andere Ende der Map gefahren. Regionalflughafen Valdez, natürlich. Kann ich hier Sachen mitnehmen? Ja. Oh, das nehme ich wahrscheinlich hier. Das ist doch ein schöner Auftrag. Timmys Werkstatt. Jetzt würde mich natürlich noch interessieren, kann ich Timmys Werkstatt, kann man das? Ach so, natürlich kann man das. Filtern, indem man hier Timmys Werkstatt einfach mit GPS vorher einstellt. Ja, natürlich. Da wäre der Zielort. Okay. Auch interessant. Also, mal schauen. Vielleicht werde ich die Tage noch so einen kleinen Einsteiger-Guide mal machen. Mit ein paar aus meiner Sicht wichtigen Infos. Ich will gucken. Darf ich gucken? Ich bin Flughafen-Fan. Sieht man hier eine Maschine starten? Das wäre Nonplusultra. Ich glaube es nicht. Das machen wir jetzt noch. Ah, die, nee, ich denke, die wird da programmiert sein, dass die da steht. Also von der Optik her. Ich glaube nicht. Wobei ich mir einbilden könnte, dass man die Turbinen tatsächlich gerade hört, ne? Nee, nee, aber das... Ich denke, die Geräusche sind im Hintergrund programmiert, dass hier immer mal ein Flugzeug startet und landet. Aber... Ja, wirklich nett. Das ist alles sehr, sehr charmant gemacht, muss man sagen. Hier, Airport Sim. Schick. Ich habe hier einen Auftrag hingefahren. Leute... Wenn jetzt hier das Flugzeug noch starten würde, ich würde vom Hocker fallen vor Freude. Aber das möchte ich jetzt hier gar nicht erwarten. Aber sehr, sehr stimmungsvoll auch dieser Flughafen wieder. Ich gehe doch nochmal hin. Und während wir nochmal einen letzten Blick auf das Flugzeug riskieren, danke ich euch für die... Ja...
Euch interessiert das Let's Play, mir macht es ultra viel Spaß. Ich denke, das können wir gerne weiter so handeln. Würde mich freuen, wenn ihr weitere Videos zu dem Spiel von mir gerne dann die nächsten Tage weiter anschaut. Gerne auch immer Feedback geben, Tipps gerne in die Kommentare rein, auch was ihr vielleicht schon erlebt habt. Haut's einfach mal rein, das interessiert mich natürlich und bringt mich natürlich hier und da vielleicht auch vom Wissen zum Spiel informativ auch weiter. Ja, also auch das nicht unterschätzen. Also legt los, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da. Support ist kein Mord. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.